Dieses nette Häuschen ist gegeben und ich soll bei der Aufgabe das x berechnen, also eine Strecke, die da quer im Raum liegt. Ich teile die Figur auf in ein Quader und, machen wir es sauber, ein Quader und eine Pyramide. Genau. Jetzt stelle ich mir das da oben als diese Pyramide, die bekommt jetzt hier oben eine Höhe H1. Das Häuschen hat unten die Höhe H2. Ich ziele auf dieses Dreieck hin. Ich möchte das x berechnen mit diesem rechtwinkligen Dreieck hier. Das rechtwinklige Dreieck hat hier seinen rechten Winkel. Und die eine Kathete ist die Summe eben aus H1 und H2. Und die andere Kathete, das nenne ich jetzt die halbe. Das ist die Hälfte der Diagonale. Also ich muss jetzt schrittweise dieses die halbe berechnen. Das H2, okay, das ist 3 cm, das kann ich ableisen und dann muss ich H1 berechnen. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann kann ich über das blaue Dreieck mein x berechnen. Also Start, die halbe. Die halbe steckt in der Grundfläche. Ich habe hier 6 und hier 6 und hier mein D. Das ist hier dieses rechtwinklige Dreieck. Da, das ist jetzt schon gelb. Also D Quadrat gleich 6 Quadrat plus 6 Quadrat. D gleich Wurzel aus 2 mal 36. Und es ist ungefähr 8,5. Und die halbe ist 3 Wurzel 2. Also exakt 3 Wurzel aus 2 ist ungefähr 4,24. Gut, das erste habe ich. Die halbe habe ich, H2 habe ich, jetzt suche ich H1. H1 Doppelpunkt. H1 ist die Höhe einer Pyramide. Ich mache das jetzt mal rot. Ich suche mir dieses. Ich brauche für den Pythagoras immer irgendwelche rechtwinkligen Dreiecke. Also dieses Dreieck schnappe ich mir. Da habe ich hier einen rechten Winkel. Das unten ist wieder die halbe. Das kenne ich ja schon. Also H1, die halbe und 7. Damit den Pythagoras aufstellen. 7 Quadrat ist H1 Quadrat plus die halbe zum Quadrat. Auflösen. H1 ist Wurzel aus 7 Quadrat minus die halbe Quadrat. Und das ist ungefähr 5,57. Jetzt kann ich das blaue Dreieck anpacken. Also dieses blaue Dreieck da. Hier habe ich 5,57 und hier habe ich 3 und da habe ich 4,24. Und den rechten Winkel und mein x. Also x² ist 5,57 plus 3 zum Quadrat plus 4,24 zum Quadrat. Quadrat weg und Wurzel. Und da kommt ungefähr 9,56 raus. 9,56. Das ist die gesuchte Länge.